Herzlich willkommen zum Erklärvideo zur Methodenkarte ein sprechendes Bilderbuch mit Book Creator erstellen. Bevor Sie mit der App Book Creator arbeiten können, müssen Sie diese natürlich installieren. Standardmäßig ist sie nicht dabei. Dazu öffnen Sie den Hub und suchen hier oben nach der App. In der Regel reicht die Eingabe von Book und aktuell ist es die Version Book Creator One. Das One heißt, dass Sie tatsächlich nur ein Buch kostenfrei erstellen können. Da ich es schon installiert habe, steht bei mir hier erneut installiert, das ist aber nicht nötig. Wenn es bei Ihnen noch nicht installiert ist, klicken Sie an dieser Stelle auf Installieren. Wenn alles erfolgreich abgelaufen ist, sollten Sie dieses Icon, das aufgeklappte Buch mit der kleinen Schere, auf dem Display Ihres iPads vorfinden. Zum Start klicken wir auf die App. Die App Book Creator ist nun vollständig gestartet und wir klicken auf Neues Buch. Etwas anderes kann man an dieser Stelle auch gar nicht machen, außer das vorhandene Handbuch zu lesen. Wir klicken also auf den orangen Button oben rechts Neues Buch. Hier wählen wir zunächst ein Buchformat aus. Ich entscheide mich für das Hochformat 2:3 als Seitenverhältnis. Zunächst müssen wir oder sollen wir ein Titelbild gestalten. Dazu drücken wir auf das Plus oben rechts und dann auf den Stift. Hier können wir verschiedene Farben auswählen durch Klick auf den schwarzen Punkt. Ich entscheide mich für das regenbogenfarbige und male ein Herz. Außerdem können Sie hier auch die Stiftstärke beeinflussen. Das tun Sie auf diesem Wirbel mit dem Stift in der Mitte. Und Sie können natürlich radieren durch Klicken auf den Radiergummi bzw. Smileys jedweder Couleur einfügen. Wenn Sie meinen, mit Ihrer Zeichnung fertig zu sein, klicken Sie auf Fertig. Nun können Sie das Bild noch mit dem Finger, dem Stift oder der Maus an die gewünschte Stelle bewegen. Nun möchte ich noch Text hinzufügen und wiederum klicke ich auf das Plus-Symbol und auf das Icon bzw. den Schriftzug Text. Es öffnet sich ein Fenster, in das ich meinen gewünschten Text eintragen kann. Und ich nenne meinen Titel Regenbogenherz. Ich klicke auf Fertig. Wenn ich meinen eingegebenen Text mit dem aktivierten blauen Feld drumherum nun noch verändern möchte, kann ich das über das I tun. Das steht nicht für Information, sondern für Inspektor. Und hier kann ich allerlei Dinge einstellen. Da ist zum Beispiel die Schriftart, die ich verändern kann. Das kennt man aus Textverarbeitung ja ohnehin. Ich entscheide mich für diese hier. Dann kann ich überlegen, ob ich eine Schattierung dazu nehme. Und ich kann schlicht und ergreifend auch die Größe verändern. Wie Sie hier oben sehen, ist dieses Menü zweigeteilt, einmal in Text und einmal Seite. Und unter dem Namen Reiter kann ich noch diverse Hintergründe aktivieren, Rahmen eingeben, ich kann die Papierstruktur vorgeben. Ich belasse es dabei, dass ich das Ganze einfach in einem solchen, oder lieber in einem solchen freundlichen Grau erstelle. Ich bin nun einverstanden mit meiner Titelseite und möchte weitere Seiten gestalten. Dazu gehe ich auf diesen Pfeil rechts in der Mitte. Hier kann ich wiederum etwas zeichnen oder auch mit der Kamera ein Bild aufnehmen oder aber auch ein Foto, das bereits vorhanden ist, einfügen. Außerdem sehen Sie hier, dass auch Sounds eingefügt werden können. Das machen wir gleich. Aber zunächst möchte ich das vorbereitete Bild eines brüllenden Löwen hier hinterlegen. Es kann sein, dass Sie zwischendurch gefragt werden, ob Sie die Rechte der App erteilen möchten, auf Ihre Fotos zuzugreifen. Das sollten Sie tun, wenn Sie Ihre Fotos nutzen möchten. Hier ist nun also mein Löwe eingefügt und wie Sie sehen, brüllt er ganz gewaltig. Und damit das ganze Bilderbuch auch zu einem sprechenden Bilderbuch wird, möchte ich an dieser Stelle ein Löwengebrüll einsprechen. Drücke wieder auf das Plus, drücke auf Sound und habe jetzt die Möglichkeit, über einen kurzen Druck auf diesen roten Button eine Audioaufnahme zu starten, die ich dann auf dem Löwen hinterlegen kann. Auch hier wieder müssen Sie erlauben, dass die App das Mikrofon benutzen darf. Das tue ich. Und der Löwe brüllte. Ruah!
Durch einen nochmaligen Druck auf den roten Kreis beenden Sie die Aufnahme und sofort steht Ihnen dieses Lautsprechersymbol zur Verfügung, das Sie dann auf das Bild ziehen können und auch in der Größe anpassen können. Ergebnis ist, wenn das Buch am Ende durchgeblättert wird und man klickt mit dem Finger, der Maus oder mit dem Stift darauf und der Löwe brüllte. Ich hoffe, dass Sie mein Löwengebrüll jetzt auch in der Aufnahme hören konnten. Und auf diese Art und Weise können Sie weitere Seiten gestalten und jeweils mit Soundereignissen oder selbst aufgenommenen Soundfiles versehen. Das machen Sie natürlich nach Ihrem Geschmack mit mehreren weiteren Seiten. Das können Sie jeweils fortsetzen. Über das Plus können Sie auch weitere Seiten hinzufügen, dieses Plus. Und wenn Sie meinen, fertig zu sein, gehen Sie auf Meine Bücher, wobei der Plural hier natürlich nicht so ganz angebracht ist, da Sie ja kostenfrei, wie gesagt, nur ein Buch verwenden dürfen. Sollten Sie Meinung sein, das Programm lohnt sich wirklich, dann können Sie hier über Upgrade eine Pro-Lizenz oder eine erweiterte Lizenz verwenden oder erwerben und dann haben Sie die Möglichkeit, mehr als ein Buch zu erstellen. Wenn Sie nun also meinen, fertig zu sein, klicken Sie unten auf den Bereich unterhalb Ihres Buches und hier können Sie Informationen zu Ihrem Buch eingeben. Hier sind ein paar Default, also vorgegebene Informationen bereits vergeben. Die klicken Sie weg durch Klick auf das Kreuz. Und ich nenne mein Buch Regenbogen, Herz und der Löwe. Als Autor nenne ich mich John Doe. Um das Ganze abzuschließen, klicke ich einfach irgendwo hin oder tippe und wie Sie sehen, ist jetzt ein neuer Titel vergeben und ein neuer Autor. Wenn ich jetzt der Meinung bin, dass mein Buch es wert ist, weitergegeben zu werden und ich möchte es gerne aufheben zur weiteren Verwendung, dann kann ich hier auf dieses Symbol unten rechts klicken oder tippen. Das ist das Symbol für die Weitergabe oder fürs Teilen. Und kann mich dann entscheiden, ob ich es als PDF zum Beispiel zum Druck exportieren möchte. Oder auch als Video, das ist dann animiert, zum Beispiel fürs Internet. In der Regel wird aber das EPUB-Format vermutlich das Richtige sein. Ich klicke darauf und kann dann angeben, öffnen in und suche mir dann eine App auf meinem iPad, die dazu geeignet ist, dieses Format zu lesen. In der Regel ist das zum Beispiel diese App Bücher. Und wie Sie sehen, erscheint mein Buch auch direkt in der App Bücher. Und der Löwe brüllte. Damit sind wir am Ende des Tutorials angekommen und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.